4 Monate reift der Naturwein Black Betty nun schon im Eichenfass. Heute will Winzer Michael Völker ihn zum ersten Mal zusammen mit seiner Frau und seinem Vater verkosten. Eine spannende Sache, denn bei der Spontangärung des Naturweins kann einiges schiefgehen. Die Ansätze sind jetzt dann hoffentlich schon da und ist hoffentlich fehlerfrei und zeigt nichts Komisches, was in eine bedenkenswerte Richtung geht. Denn seinem Wein will Michael Völker nichts hinzusetzen und auch nichts wegnehmen. Naturwein eben. Seine Philosophie? Im Weinkeller wie auch im Weinberg möglichst naturnah arbeiten. Im September letzten Jahres kommen für die Weinlese junge, naturweinbegeisterte Helfer aus England, Australien, Israel und Deutschland. Sie sollen nur reife, gesunde Trauben ernten. If there's any doubt, just taste the berries. And essentially in this vineyard, what you don't want to put in your mouth, you don't want to put in your bucket. Also nichts in den Eimer, was man nicht auch selbst gerne essen würde. Und im Zweifel einfach probieren. Wir haben Gott sei Dank keine Fäulnis in dem Weinberg. Es wird ein heißer Tag heute, 31 Grad gegen Nachmittag. Insofern, wir wollen einfach schauen, dass wir möglichst früh fertig werden. Dann wird das nicht so hart für die Leute. Es sind alles Biotrauben, die hier gelesen werden. Domina, eine der meist angebauten Rotweinsorten in Franken. Daraus soll der Naturwein Rosé Black Betty entstehen, der dann ein Jahr im Holzfass reift. Süß, hat aber immer noch ganz ordentlich Säure. Dann bin ich zufrieden damit. Wichtig ist Michael Völker, dass alle Trauben achtsam von Hand geerntet werden. So hat er ein besseres Gespür dafür, was er am Schluss im Fass hat. Das ist eine andere Verbundenheit zu den Trauben. Wenn man so viele einzeln gesehen hat, wenn die der Vollernter entrappt, dann sieht man sie noch am Stock hängen, hat am Schluss Matsch. Ja? Und so hat man doch ein sehr gutes Gefühl dafür, was vielleicht noch an bisschen unreifen Beeren mit reingekommen ist. Seitdem Michael 2018 den Weinberg übernommen hat, lässt er hier alles wachsen, was hier wachsen will. So entsteht ein nährstoffreicher Boden, der nicht so schnell austrocknet. Der Unterschied zu seinen konventionell arbeitenden Winzerkollegen ist deutlich zu sehen. In diesem angrenzenden Weinberg ist alles ordentlich sauber und unkrautfrei. Damit das von alleine ein guter Wein wird, muss der Saft natürlich alles von draußen mitbringen. Und wenn die Hefen sitzen ein Stück weit auch auf den Beerenhäuten und alles, was wir an Biodiversität im Weinberg und um den Weinberg herum haben, trägt zur Hefepopulation oder zu ihrer Diversität bei. Im Frühjahr 2020 hat Michael Völker einen neuen Weinberg angelegt. Mit ungewöhnlichen Ideen und neuen, innovativen Rebsorten, die nicht mehr gespritzt werden müssen. Ja, das ist ein großflächiges Experiment. Einmal die Sorten, die ich so bisher noch nicht habe. Der fränkische Satz, eine Mischung aus 6 verschiedenen Piwis, pilzwiderstandsfähigen Züchtungen. Dann habe ich hier Apfelbäume in den Weinberg reingepflanzt. Das habe ich vorher auch noch nicht probiert. Wir haben 2 Biotope angelegt, Totholzbiotope aus den Reben, die wir gerodet haben. So sorgt der Naturweinwinzer für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Und die lässt viele verschiedene Hefestämme entstehen. Helfer Daniel Best ist von der Methode begeistert. Für mich das Faszinierende ist der Umgang mit Natur und die Idee der Nachhaltigkeit, die darin steckt, oder vielmehr die Philosophie und die Konsequenz, dass eben nicht nur Nachhaltigkeit im Weinberg gelebt wird, sondern eben auch im Keller in der eigentlichen Produktion des Weins dann. Denn auch dort wird möglichst auf chemische und technische Zusätze verzichtet. Dass Michael das elterliche Weingut übernehmen würde, war nicht immer klar. Mit 19 Jahren verließ er Kitzingen, ging zum Philosophiestudium nach London und arbeitete dort. Doch heute ist er froh, wieder zurück zu sein und hier seinen eigenen Naturwein machen zu können. Ich habe mit 10 meine erste kleine Kinderbutte getragen. Und es ist ein herrliches Gefühl, die Früchte seiner Arbeit im Herbst dann in die Box zu kippen, jeden Tag. Michael ist die 11. Generation der Winzerfamilie Völker in Kitzingen. Schon als kleines Kind nimmt ihn sein Opa Bernd mit zur Weinlese.
Doch Michael will nicht gleich in die Fußstapfen von Vater Bernhard treten. In London lernt er den Naturwein kennen. Für ihn ein echtes Aha-Erlebnis. So beginnt er 2013 als Autodidakt mit Naturwein zu experimentieren. Entgegen der Familientradition. Am Anfang war ich doch eher skeptisch. Aber im Laufe der Jahre habe ich dann gemerkt, das hat Potenzial. Und wie ich dann auch noch mitgekriegt habe, dass der Sohn hier seine eigene Kundschaft aufbauen kann, dass es also eine weltweite Geschichte ist, dass Menschen sich für Naturwein interessieren, da ist bei mir natürlich der Groschen dann auch gefallen. Und ich habe gemerkt, hoppla, das ist wirklich ein Geschäftsmodell, das funktionieren kann. Am Anfang war das ja erstmal nur ein Projekt und ein Experiment und niemand hat das so richtig ernst genommen. Das war der junge Heimkehrer aus der Stadt, der keine Ahnung vom Tuten und Blasen hat und was Verrücktes ausprobiert. Die meisten werden gedacht haben, naja, das geht wieder vorbei, das ist so ein Trend. Aber dann ist es gewachsen und wenn am Ende des Tages Geld in die Kasse kommt, hat es funktioniert. Insofern ist das schon ein tolles Gefühl. Sein Naturwein findet mittlerweile Abnehmer auf der ganzen Welt. Trotz oft trüber Farbe und wildem Geschmack ist dieser Wein für alle hier am Tisch der höchste Genuss, auch wenn sich ihr Gaumen anfangs erst daran gewöhnen musste. Wenn man über einen längeren Zeitraum unfiltrierten Wein ohne Schwefel getrunken hat, kann man eigentlich nichts mehr anderes trinken. Seit 1843 besteht das Völkersche Weingut in Kitzingen. 1960 wurden hier noch 400.000 Liter Wein, Most und Apfelessig verkauft. Michael dagegen produziert mit viel aufwendiger Handarbeit bislang nie mehr als 35.000 Liter Naturwein im Jahr. Laute Musik dröhnt über den Hof. Die Helfer stampfen, ganz traditionell, die Trauben mit sauber gewaschenen Füßen. Gehört das zur Naturweinproduktion mit dazu? Die meisten, die hier sind, stampfen lieber eine Viertelstunde, als eine Dreiviertelstunde eine Maschine zu putzen. Insofern, es hat den gleichen Effekt. Es geht schneller und es macht mehr Spaß. Nach einer Stunde Standzeit kommt die Maische in die Traubenpresse. Um die 1200 Kilo Trauben hat der Domina Weinberg erbracht. Daraus sollen dann gut 1000 Flaschen Black Betty entstehen. Der tiefrote Traubensaft wird zunächst in einen Plastiktank gepumpt und erst später dann ins große Holzfass, um dort zu gären. 3 Monate später. Es gibt ein Problem. Black Betty riecht nach faulen Eiern. Dieser Weinfehler wird in der Fachsprache als Böxer bezeichnet. Michael pumpt den Rosé in ein anderes Fass. So kommt etwas Luft an den Wein. Ein Versuch, den Fehler zu korrigieren, ganz ohne Zugabe von chemischen Stoffen. Und er will die Naturhefe kontrollieren. Ob damit wohl alles in Ordnung ist? Ausgezeichnet. Sauber, frisch. Da kann der Wein wieder drauf. Noch schmeckt die natürliche Hefe leicht nach dem Böxer. Aber die Luft, so hofft Michael, wird das noch weiter abmildern. Sonst hätte er die Hefe komplett aus dem Fass nehmen müssen. Jetzt aber kann sie helfen, die Säure im Wein weicher zu machen. Und wieder wird der Wein umgepumpt, um weiter im Holzfass gären zu können. Jede Woche kontrolliert Michael seine Fässer im Weinkeller und probiert. Nun ist er gespannt, was sein Vater Bernhard und Ehefrau Melanie zum Geschmack von Black Betty sagen werden. Da habe ich jetzt nicht mit geredet. Vor 3 Wochen hat er noch ganz schön nach faulen Eiern gerochen. Gott sei Dank gut verraucht. Hat Struktur und Potenzial. Also da kann man wirklich erwarten, dass der die nächsten Jahre sich gut entwickelt. Die Farbe ist schön, finde ich. Ja, ich sagen. Ah, Wahnsinn, ne? Eine Stunde Maischekontakt und du hast diese irre Farbe. Er ist genauso gut, wie ich gehofft habe, dass er wird. Das ist ein wunderbarer, leichter, heller Rotwein oder Rosé eigentlich eher, den man super trinken kann. Also ich bin mit dem Wein total zufrieden.
Naturwein aus Kitzingen. Eine völlig neue Geschmackserfahrung. Man muss sich nur darauf einlassen. Hat sich schon nicht schön entwickelt. Sonst hat er länger gebürgt. Ich hab das ja nie. Ja, also. Das ist ein Schatten.